Ja, hallo, guten Tag. Heute bei mir im Talk Herr Müller. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Zieten. Herr Müller, Sie sind ein Interim-Manager, wieder einer der Interim-Manager Genau. und haben ganz Interessantes zu erzählen. Ja? Erzählen Sie doch mal über Interim-Management und über sich, wie Sie da hingekommen sind. Ja, also von meiner Tätigkeit, was ich bisher gemacht habe, ich komme ja aus der Produktion, aus dem Produktionsbereich, bin da groß geworden, also in meiner festen Tätigkeit noch, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und habe Management-Tätigkeiten übernommen als Leiter von Abteilungen oder halt eben auch als Teamleiter, Produktionsleiter, Werkleiter und viel Erfahrung gesammelt, komme aus dem Kunststoffbereich, Kunststoffverarbeitenden Tätigkeit und das halt eben überwiegend für die Automobilindustrie, was natürlich eine große Herausforderung mit sich bringt, gerade was die Qualität angeht, aber halt eben auch, was natürlich die Ausbringung der Anlagen mit sich bringt, weil es ja immer halt eben doch eine ziemlich enge Margen sind, die halt eben bei der Automobilindustrie dem Unternehmen zur Verfügung stehen für die einzelnen Produkte. Und da geht es halt eben auch immer darum, natürlich halt eben auch die Prozesse, dass die gut funktionieren, dass da halt eben auch die Zykluszeiten entsprechend passen, wenig Probleme halt eben in der Produktion, keine Ja. Störungen, keine Ausschüsse. Und da habe ich mich halt eben auch immer halt eben weiterentwickelt in dem Bereich, habe dann auch entsprechend eine Ausbildung gemacht zum Six Sigma Black Belt plus Lean Management, um da auch nochmal so ein bisschen das Rüstzeug zu haben für Prozessoptimierungen. Und das hat auch bisher immer ganz gut funktioniert. Ich habe also sehr viel Prozesse schon optimiert, auch mit diesen Methoden. Und das ist so ein bisschen meine Grundlage gewesen, die ich aufgebaut habe, wo ich mich weiterentwickelt habe. Auf der einen Seite das Management-Tätigkeit und Prozessoptimierungen und dann halt eben natürlich halt eben auch die branchenspezifischen Themen, die man auch mit begleiten muss, was natürlich auch die Qualität in der Automobilindustrie angeht. Und da habe ich dann Ja. mich entsprechend dahin entwickelt, Das ist dass ich ja interessant, ja. Also Automobilindustrie, da geht es viel um Qualität und um Kosten, ne? Also die Automobilindustrie akzeptiert heute null Fehler, ja? Die wollen null Fehler Strategie, ja. Ja, genau. Und das ist sehr aufwendig. Es ist ähnlich vielleicht in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Da steigt dann noch der Dokumentationsaufwand erheblich. Genau. Und mit Six Sigma haben Sie sozusagen den schwarzen Gürtel in Qualität, oder? Richtig, ja. Also, was heißt Qualität? Also, es geht also viel auch darum, generell die Prozesse zu entwickeln, aber natürlich logisch auch Qualität, aber halt eben auch viel die Effizienz der Prozesse zu steigern und da die Abläufe zu optimieren, sodass halt eben Fehler minimiert werden. Da hilft auch das Lean Management, was da Ja. quasi im Paket mit drin war, weil Lean Management ja auch gewisse Elemente hat, wie 5S oder andere Bereiche, um halt eben Fehler zu minimieren bzw. auszuschließen, Bakayoko und solche Sachen. Und Ja. da, wenn man das Rüstzeug hat, kann man natürlich halt eben auch entsprechende Projekte umsetzen, um da auch entsprechend die Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Ein Stück Kosten zu reduzieren natürlich dadurch natürlich und dadurch Ja. halt eben die Margen auch zu sichern. Ja, alles wichtige Punkte. Prozesse sind ja der Dreh- und Angelpunkt im Bereich Operations. Sie sind Operations Manager quasi, ja? Also Sie. Ja, genau. Also ich habe mich ja entsprechend dahin entwickelt, auch auf der Management-Ebene. Und letztendlich geht es immer um alles, was an Operations-Prozessen in einem Unternehmen abläuft. Das ist ja nicht nur die Produktion, das sind ja auch Logistikprozesse zum Beispiel. Und alles das hat eben halt eben, wenn man diese Dinge optimieren kann, natürlich den Vorteil, dass es für das Unternehmen halt eben dadurch effizienter wird. Die Prozesse laufen besser ab. Aber es ist nicht immer ganz einfach. Es braucht auch immer halt eben natürlich die Mitarbeiter vor Ort, die halt eben auch diese Prozesse leben. Und wenn man da halt eben ja, das sogenannte Change Management vernachlässigt, dann wird es ein bisschen schwierig.
deswegen halt eben muss man auch viel mit Kommunikation mit den Mitarbeitern arbeiten. Man muss also auch viel halt eben vor Ort sein. Das ist genau das, was halt eben ja auch jetzt meine Projekte auch ausmacht, dass man als Interimmanager nicht nur irgendwo erklärt, wie man es besser machen kann, sondern halt eben auch wirklich vor Ort ist und die Themen tatsächlich vor Ort auch vorantreibt, aufzeigt, wie man es besser machen kann, mit den Leuten kommuniziert und auch versucht halt eben, das in einem Unternehmen nachhaltig zu implementieren, welche Methoden besser sind, wie die Prozesse besser ablaufen können und dass die Mitarbeiter auch verstehen, wie das gemeint ist und wie es funktioniert. Okay, und das klang eben schon an, Herr Müller, dass also Sie sind im Bereich Operations, also Hauptfokus ist Produktion, aber das strahlt natürlich aus in die Prozesse, zum Beispiel im Einkauf oder im Vertrieb, also die ganze Wertschöpfungskette des Unternehmens ist quasi betroffen. Und ja, genau. Da sind Sie, sag ich mal, da haben Sie dann auch einen Einfluss drauf, beziehungsweise steigern auch mit die Effizienz in diesen Bereichen, oder? Ja, genau. Es ist ja immer halt eben auch natürlich eine Abhängigkeit, welche Produkte zum Beispiel halt eben ein Unternehmen herstellt. Zum Beispiel in der Automobilindustrie gibt es halt eben ja unterschiedlichste Arten von Produkten, vielleicht sogar auch ganze Baugruppen. Und ich habe es also jetzt schon bei mir auch selbst in meinem Bereich erlebt, halt eben, dass man im Unternehmen dann Teile produziert hat, wo doch eine sehr viele Unternehmen halt eben die gleichen Produkte herstellen und dann ist natürlich die Marge sehr gering. Und wenn man halt eben dann zum Beispiel Produkte herstellt für den Interieur- oder Exterieurbereich im Automobilindustrie, dann schafft man es halt eben tatsächlich etwas bessere Margen zu erzielen. Aber es hat natürlich auch größere Herausforderungen, was die Qualität angeht. Teilweise sind die Teile dann halt eben unter Umständen galvanisiert oder halt eben haben eine sehr glänzende Oberfläche und müssen halt eben quasi wie Roheier behandelt werden. Und da ist es halt eben wichtig, natürlich halt eben auch die Prozesse optimal gestaltet zu haben und auch die Mitarbeiter entsprechend halt eben gut eingebunden zu haben. Ich weiß, wovon Sie reden. Ne? Ich habe mal Masterbatch gemacht und da waren wir spezialisiert, auch einer der ersten in Deutschland, die hier Masterbatch für Automobil-Inneneinrichtung gemacht haben. Allen möglichen Farben, ja, und da kann man schon ein bisschen erahnen, wie anspruchsvoll das ist. Das sind wirklich sehr anspruchsvolle Aufgaben und Prozesse, ja. Aber mir fällt dann jetzt also auf, also Sie gestalten Prozesse in dem Bereich Operations und das strahlt aus in Prozesse im Einkauf, im Vertrieb, im Marketing. Und das ist doch sag ich mal, ein großer Unterschied zu einem Berater. Ja? Ein Berater kommt dann, macht eine Analyse, ja, und dann gibt es ein paar PowerPoint-Präsentationen. Ja. Aber der Interim Manager kommt, krempelt die Ärmel hoch, gestaltet Prozesse, erklärt es und vermittelt es den Mitarbeitern und bleibt so lange, bis es läuft, oder? Richtig, genau. Das ist genau der Punkt, der halt eben den Unterschied macht zu der Unternehmensberatung. Wir, also als Interimmanager ist man halt eben nicht derjenige, der nur erklärt, wie man es besser machen kann. Das wäre, glaube ich, auch, ist ja dann halt eben auch vielleicht ja nicht einfach, aber trotzdem halt eben, sag ich mal, fürs Unternehmen die Frage trotzdem noch, wie man es umsetzt, die Verbesserungen. Und das ist genau da, wo der Interimmanager ansetzt. Er bringt tatsächlich die operativen Dinge voran. Das heißt, das, was man halt eben besser machen muss, wie setze ich das um? Wie erkläre ich das den Mitarbeitern? Wie gestalte ich unter Umständen halt eben auch so ein bisschen die Organisation leicht anders, damit es halt eben besser funktioniert, damit die Prozesse besser laufen? Und wie verknüpfe ich zum Beispiel auch die einzelnen Abteilungen zueinander? Das ist oftmals halt eben auch das, was halt eben in einem Unternehmen nicht immer so ganz hundertprozentig gut funktioniert, dass die einzelnen Prozesse in den einzelnen Abteilungen für sich zwar vielleicht gut funktionieren, aber das Miteinander halt eben oder das Zuarbeiten oder das Austausch von Kommunikation ist teilweise halt eben auch ein Problem. Und da kann der Interimmanager auch immer entsprechend helfen mit entsprechenden Methoden, aber halt eben auch mit entsprechender Umstellung vielleicht von eventuell leicht von der Organisation, von den Prozessen innerhalb der
einzelne Bereiche, aber halt eben auch die Prozesse, die halt eben dann den Austausch mit den einzelnen Abteilungen halt eben quasi halt eben darstellt. Das hört sich so ganz leicht an, wenn Sie das sagen, ja, also Kommunikation verbessern, ja. Also ja, genau. Herr Müller, ne, das haben wir schon immer so gemacht, ja. Das ist also nicht ganz einfach, in Kommunikationsprozesse gestalten einzugreifen. Das ist aus meiner Sicht schon die hohe Schule im Unternehmen, damit das also mit dem Ziel, dass es dann auch danach, nach diesem Projekt nachhaltig so bleibt, ja. Also da sieht man mal, wie komplex so ein Interim-Projekt eigentlich ist. Ja, Ihre eigentliche Aufgabe ist irgendwo definiert für die Produktion, aber Sie gestalten um die Produktion in den anderen Unternehmensbereichen mit. Ja. Also das ist ja auch immer wieder halt eben das Thema. Sie haben es ja vorhin kurz auch angeschnitten. Es strahlt aus auf die anderen Bereiche. Das hängt aber auch oftmals damit zusammen, dass man halt eben auch sieht, dass genau da halt eben so ein bisschen das Zusammenspiel nicht so gut funktioniert. Deswegen muss man da auch so ein bisschen weiter ausholen. Was noch vielleicht wichtig ist in dem Zusammenhang ist, dass man ja nicht nur mit den zum Beispiel Produktionsmitarbeitern vor Ort an der Maschine oder an den Anlagen direkt halt eben zu tun hat. Was man auch machen muss, ist, um das nachhaltig zu gestalten, ist natürlich auch die Führungskräfte in den unteren Bereichen, aber auch in den oberen Ebenen halt eben mit einzubinden und auch da zu gucken, wie kann das halt eben optimiert werden, dass das natürlich im Bezug auf die Nachhaltigkeit halt eben, dass dann halt eben auch die vielleicht neuen Prozesse, die man jetzt gestaltet hat, zusammen mit den Mitarbeitern auch weiter leben und weiter, vielleicht sogar auch weiter ausgebaut werden und optimiert werden noch für die Zukunft. Das ist auch ein wichtiges Thema, mit den Führungskräften dann zu arbeiten. Oftmals ist das eventuell der entscheidende Faktor, der halt eben dann zum Erfolg führt. Auch. Ja, meine Güte, Herr Müller, ja, also das ist ja eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Ja. Das wird jetzt in diesem Gespräch, glaube ich, nochmal so richtig klar, ja, welche Erwartungshaltung eigentlich hinter einem Interim-Manager oder Interim-Managerin steht. Ja. Weil Ergebnisverbesserung, Prozessverbesserung, das hört in der Produktion zum Beispiel nicht auf, sondern strahlt über das ganze Unternehmen aus. Und das ist, glaube ich, ein gutes Bild dafür, für die Erfahrung, die ein Interim-Manager braucht. Genau. Und welche Anforderungen einfach in dieser Aufgabe stecken. Ich danke Ihnen, Herr Müller, für diesen Einblick und für das Gespräch. Bitte. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Und wir sprechen nochmal über Details im Bereich Operations zum Beispiel. Alles klar, vielen Dank. Danke, Herr Müller. Ja.